Ich hoffe, jeder kann mich hören. Zuallererst ein herzliches Willkommen heute bei unserem digitalen Immobilienaustausch von Engel und Völkers in Wien. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Vielleicht ein, zwei organisatorische Dinge vorweg. Wir werden so ungefähr 30 Minuten brauchen. Wenn Sie Fragen haben, dann gibt es hier bei Zoom die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Ich mache den hier mal parallel bei mir auf. Das heißt, wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, schreiben Sie dort gerne rein. Ansonsten, wenn Sie eine konkrete Frage haben, das ist ja hier ein Austausch und nicht ein reiner Vortrag, dann dürfen Sie auch gerne zwischendurch die Hand heben oder einfach kurz melden. Wir wollen es hier etwas interaktiver gestalten. Wenn Sie keine Fragen haben, dann haben wir mit Sicherheit am Ende noch ein paar Minuten Zeit für eine kurze Diskussion. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie so kurzfristig vor dem großen Fest am Wochenende Zeit gefunden haben, uns hier heute zuzuhören. Ich denke, das Thema Immobilien, gerade in Österreich, gerade in Wien, bewegt die Gemüter. Die Zeitungen waren die letzten Wochen voll von großen Überschriften. Und ich möchte heute versuchen, diese Überschriften ein wenig einzuordnen für Sie. Wir von Engel und Völkers sind seit vielen, vielen Jahren nicht nur in Österreich, sondern auch in Wien tätig. Ich werde Ihnen dazu gleich noch ein paar Worte sagen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Als allererstes kurz meine persönliche Vorstellung. Mein Name ist Philipp Niemann. Ich bin Geschäftsführer hier bei Engel und Völkers in Wien. Bin jetzt seit über 15 Jahren in diesem Geschäft tätig. Habe viele internationale Erfahrungen gesammelt, da ich am Anfang meiner Engel und Völkers Zeit eher in der Welt unterwegs war und unser Franchise-Netzwerk, egal ob in Lateinamerika, Asien oder Südeuropa, betreut habe und dort die Märkte weiterentwickelt habe und habe mich die letzten Jahre stärker konzentriert auf unser eigenes Geschäft. Denn was viele von Ihnen vielleicht noch nicht wissen, wir sind auf der einen Seite ein Franchise-Geber. Wir verkaufen Lizenzen an Menschen, die gerne unter der Marke Immobilien vermarkten möchten. Aber in den Metropolenstandorten der Welt sind wir als Head Office aus Hamburg, Mutterkonzern, mehr und mehr selbst tätig. Und so ist es auch in Wien. Also unser Engel und Völkers Büro in Wien gehört zu unserer Mutter in Hamburg. Es freut mich heute auch ganz besonders, zwei Herren noch an meiner Seite zu haben, sollten Detailfragen kommen zu ganz bestimmten Lagen. Unsere beiden Vertriebsleiter auf der einen Seite Roland Schatz für den Nordwesten und die inneren Bezirke und Juri Zapulic für den Süd-Südwesten. Schön, dass ihr beiden dabei seid und mich geflankiert, falls es zu sehr detaillierten Fragen in gewissen Lagen kommen sollte. Kurz ein paar Worte zu Engel und Völkers. Sie haben hier eine schöne Trilogie von Bildern, die sehr schön unsere Geschichte beschreibt. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das Christian Völkers vor fast 44 Jahren in der linken Villa, die gibt es wirklich, in Hamburg, auf die Beine gestellt hat. Das Geschäftsmodell hat von hier quasi seinen Lauf genommen. Wir sind heute an über 900 Standorten weltweit tätig, haben über 15.500 Mitarbeiter, die unter der Marke Engel und Völkers agieren. Was viele wahrscheinlich noch nicht wussten, wir haben unsere größten Wachstumsmärkte heute eher in Südeuropa, Spanien, Italien, aber auch den USA. Also wer demnächst mal wieder in den USA reist, wird wahrscheinlich überrascht sein, an wie vielen Ecken er Engel und Völkers begegnet. Also wir sind heute wirklich ein weltumspannender Makler. Und das nicht nur im Premium-Segment, sondern wirklich im anspruchsvollen, qualitativ hochwertigen Immobiliensegment. Und vielleicht noch so zwei ganz beeindruckende Zahlen. Also wir haben über 1 Million Suchkunden unserer Datenbank weltweit und im vergangenen Jahr fast 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das klingt immer nach so einer großen Zahl. Ich finde es immer beeindruckender, wenn man sieht, was so im Einzelnen dahinter steckt, wer in diesem Netzwerk alles aktiv ist und was dort bewegt ist. Viel wichtiger für Sie, unser Team in Wien, ein ungewohntes Bild mit viel Wasser ist an der Donau entstanden, eine große Mannschaft. Wir sind heute über 40 Immobilienberater und BeraterInnen, die hier sehr erfolgreich in Wien Immobilien vermarkten und vermieten. Ich höre hier gerade, ich habe einen schlechten Ton. Das kann ich hier jetzt leider nicht besser einstellen. Vielleicht ein klein wenig lauter den Lautsprecher drehen. Ich gebe mir Mühe, deutlicher und klarer zu sprechen. Also unser Team in Wien heute über 40 Immobilienberater. Wir haben heute zwei Büros in Wien, einmal hier am Opernring 5, direkt gegenüber der Oper im 5. Stock. Da können Sie uns finden und dürfen uns auch gerne jederzeit besuchen oder in Gersthof
Da sind wir auch nicht zu übersehen mit unserem Shop. Also auch da immer herzlich willkommen, wenn Sie mögen. Kommen Sie einfach vorbei, nehmen Sie sich ein schönes GG-Magazin mit oder einfach zum kurzen Smalltalk mit unserem Berater. Wir haben aktuell ca. 200 Objekte in der Vermarktung. Auch das, glaube ich, ganz beeindruckend, denn viele davon sind gar nicht auf den Immobilienportalen zu finden. Denn wir geben uns viel Mühe, unsere Immobilien im Netzwerk, also im eigenen Netzwerk zu verkaufen. Hier können wir natürlich vor allem mit unserer internationalen Expertise, also beispielsweise deutschen Kunden, Schweizer Kunden, französischen, englischen Kunden, momentan sehr viele amerikanische Kunden, die den Euro-Dollar-Kurs nutzen und die hohe Inflation, um günstig in Europa einzukaufen. Das ist für uns mit Sicherheit ein großer Vorteil, sodass wir viele unserer Objekte gar nicht erst auf irgendwelche Online-Plattformen geben brauchen, sondern wir sie hier im Team vermarkten können an unsere bestehende Datenbank. Und das Thema 100% persönliche individuelle Beratung, das klingt jetzt hier immer so ein bisschen Marketing-like, ist es aber nicht, denn das ist eins unserer Steckenpferde, wo wir wirklich viel Wert drauf legen. Das beginnt schon mit der Ausbildung unserer Immobilienberater. Wir legen wirklich viel Wert darauf, unsere Kunden, entweder den Eigentümer, den Suchkunden, den Vermieter oder den Mieter, sehr individuell und persönlich zu betreuen. Sie können gerne mal die Erfahrung machen, sich einfach bei uns melden, egal mit welchem Anliegen, und das mal ausprobieren. Für uns ist es wichtig. Und gerade in der jetzigen Zeit, auf die wir gleich kommen, spielt das eine große Rolle. Denn Know-how ist jetzt gefragt und nicht nur das reine Verteilen, wie das vielleicht die letzten Jahre bei dem einen oder anderen gewesen ist. Wo ich schon darüber spreche, kommen wir gleich zur aktuellen Marktsituation. Das sind Zahlen aus unserem eigenen Marktbericht. Deshalb bis 21, das Jahr 22 ist ja noch nicht ganz zu Ende. Die Zahlen veröffentlichen wir immer im ersten Quartal. Was Sie hier sehen, sind die Verkaufspreise nach Bezirken. Ein Bezirk, nämlich der erste, der innere Kern, fällt hier natürlich raus mit seiner roten Farbe und liegt deutlich über den Durchschnittspreisen aller anderen Bezirke. Worauf ich hier aber hinaus wollte, ist der grundsätzliche Trend, den die meisten von Ihnen nicht nur in der Presse, sondern wahrscheinlich auch real auf den Immobilienportalen auch festgestellt haben. Also die Preise in Wien und in Österreich haben die letzten Jahre kräftig angezogen. Das ist generell so. Dann muss man nach Lage differenzieren. An einigen Lagen deutlich stärker, in anderen Lagen schwächer. Vielleicht hier nochmal ein Hinweis, man sieht das hier nicht ganz so gut, aber man kann es ja ahnen, das Jahr 2021 und das Jahr 2022, zumindest die ersten drei Quartale im Jahr 2022, haben den stärksten Preisanstieg mit sich gebracht. Also die Jahre 21 und zumindest der erste Teil von 22 sind sehr starke, zumindest in Teillagen und im Durchschnitt sehr starke Preisanstiege zu verzeichnen gewesen. Wie kam das zustande? Ich glaube, die Frage brauche ich auch nicht im Detail zu erörtern. Das hat die Presse schon mehr als genug getan. Die niedrigen Zinsen haben ganz neue Käuferschichten auf den Markt gebracht. Menschen, die sich vielleicht vor 10 Jahren, wo wir auch schon mal 4% Zinsen hatten, Immobilien nicht leisten konnten, sind auf den Markt gedrängt und haben mit einer enorm hohen Nachfrage bei einem geringen Angebot dazu geführt oder dafür gesorgt, dass die Preise hier grundsätzlich in allen Lagen gestiegen sind. Jetzt gibt es natürlich so die ein oder andere Entwicklung, auf die ich gleich komme, die das verändert. Schaut man sich nochmal die Transaktionsvolumina und die Transaktionsanzahlen an. Da habe ich Ihnen auch ganz frische Zahlen mitgebracht, quasi Status quo heute. Wir haben im Jahr 2022 ungefähr das gleiche Niveau an Transaktionen in der Anzahl. Also das bedeutet, im Jahr 2021 und 2022 wurden, das ist dieser schwarze Strich, den Sie hier sehen, wurden ungefähr gleich viele Immobilien, Wohnimmobilien in Wien gehandelt. Aber das Volumen ist sogar im Jahr 2022 noch weiter angestiegen. Und das bedeutet, dass wenn die Transaktionszahl gleich geblieben ist und das Volumen, das dieses Jahr schätzungsweise bei rund 5,7 bis 5,8 Milliarden Euro liegen wird, was bedeutet das? Natürlich gestiegene Preise. Das bedeutet, wir haben auch im Jahr 2022 deutlich gestiegene Preise im Wiener Wohnimmobilienmarkt gesehen, bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, alles, was dazugehört. Das mag jetzt verwundern, wenn man sich die externen Parameter anschaut, aber ich habe da gleich ein paar Nachrichten, die das momentan eher korrigieren. Schauen wir uns nochmal so die grundsätzlichen Durchschnittspreise an und Spitzenpreise aus der Engel-Völkers-Perspektive.
Also wenn man sich mal anschaut, so das am untersten Niveau hier das Beispiel der 5. Bezirk, wo wir bei ungefähr 5.800 Euro den Quadratmeter lagen, in der Spitze bis 10.000, dann der innere Ring oder besser der innere Bezirk, die Innenstadt mit fast 13.656 Euro Durchschnittspreis und Spitzenpreise von bis zu 26.000 Euro den Quadratmeter, wo man bei Eigentumswohnungen im Übrigen, wo man natürlich ganz klar sagen muss, das sind dann die wirklichen Spitzen und Ausnahmen. Aber man sieht hier schön die Range, in der wir uns hier in Wien bewegen, irgendwo zwischen 5.000 und 14.000, 15.000 Euro als Durchschnittspreis, je nach Lage. Das ist der Markt, so wie er bisher gewesen ist. Und nun haben in den letzten Wochen, Monaten einige externe Faktoren diesen Markt doch deutlich verändert und verändern ihn gerade in der jetzigen Zeit sehr stark. Das ist vor allem die Inflation. Auch da brauche ich, glaube ich, hier nicht ins Detail gehen, denn das werden die meisten von Ihnen verfolgt haben. Die Gazetten sind voll davon auf den Titelseiten. Auch wenn wir momentan eine eher Abflachung der Inflation sehen, sind wir auf einem sehr hohen Niveau, getrieben natürlich durch den Krieg in der Ukraine und damit folgend die Erhöhung der Energiepreise, die sich einmal auf die Energiepreise selbst auslöst oder auswirkt, sondern dann natürlich auch auf alle Verbrauchsprodukte, die da dranhängen. Und wir alle erleben es am eigenen Leibe, wie teuer der Einkauf geworden ist, der Urlaub oder alleine der Besuch an der Tankstelle. Also diese Inflation hat die EZB und auch die amerikanische Zentralbank dazu gebracht, die lockere Geldpolitik ein wenig zu beschränken und die Zinsen anzuheben. Das ist in verschiedenen Schritten passiert, der letzte gerade erst vor wenigen Tagen. Und das hat natürlich automatisch eine Auswirkung auf den Immobilienfinanzierungsmarkt. Wenn man sich die aktuellen Zinsen anschaut, dann sieht man hier schön, dass wir im Jahr 2020 bis 2021, sogar bis Ende 2021 immer unter 1% lagen. Das heißt, wir lagen bei den 10- bis 12-jährigen Zinsbindungen unter 1%. Und das ist natürlich eine Entwicklung des sehr günstigen Geldes. Die Älteren unter Ihnen wissen, vor 10 Jahren kamen wir von so einer Kurve von rechts runter auf dieses unter 1%, was erst die letzten 3 Jahre der Fall war. Also das heißt, eine auf kurzfristige Perspektive sehen wir jetzt hier eine scheinbar dramatische Entwicklung, die Ende des Jahres mit dem Krieg in der Ukraine im März begonnen hat. Wir liegen heute bei Zinsen zwischen 3% und 4% und es scheint, als würden sich die Zinsen dort einpendeln. Ich glaube, hier ist aber ganz wichtig, eines zu erwähnen, denn das hier ist eine kurzfristige Perspektive. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Immobilien kurzfristig kaufen, also am 01.01.2020 eine Immobilie kaufen und dann irgendwann Mitte 2022 wieder verkaufen. Ich glaube, das tun die wenigsten von Ihnen. Die meisten Investoren oder auch privaten Käufer kaufen doch eher langfristig Immobilien. Und hier wäre es jetzt wichtig, sich die langfristige Zinsbindung anzuschauen oder Zinssituationen anzuschauen. Und das ist ganz interessant, denn wenn man mal 10, 12 Jahre zurückschaut oder wenn man exakt 10 Jahre zurückschaut, dann waren wir genau auf diesem Niveau von rund 4%. Und danach, also alles, was danach kommt, oder besser gesagt davor zeitlich, über 4%. Also wir kamen von sehr hohen Niveaus vor 20, 30 Jahren sogar noch teilweise 10, 12, 15%. Runter dann auf 4% vor ungefähr 10 Jahren und dann ging es eigentlich stetig bergab bis auf diese unter 1%, bei denen wir gelegen haben bis im März diesen Jahres. Durch diese stringentere Geldpolitik der Zentralbanken weltweit ist dieser Zins angestiegen. Vielleicht auch da wichtig für jeden Einzelnen. Wir sind hier nicht der Finanzierungsexperte, wir haben aber Finanzierungsexperten hier im Haus, die auch direkt unterstützen können. Die haben uns die Info mitgegeben, dass man eins mal sehen muss, wenn die EZB den Leitzins erhöht, heißt das nicht automatisch, dass die Privatbanken oder die Banken generell sofort den Zins mit anheben, sondern die Banken sind da autark. Sie orientieren sich natürlich an dem Leitzins. Viele Banken haben aber gewisse Zinserhöhungen schon vorweggenommen. Das heißt, wenn morgen die EZB sagt, wir heben den Leitzins um 0,2 oder 0,5 Punkte an, dann bedeutet das noch nicht, dass die Privatbank morgen das Gleiche tut, sondern es kann gut sein, dass sie es eingepreist hat. Das sehen wir zum Beispiel momentan. Hört man den Finanzierungsexperten und Bankern da draußen zu, glauben alle, dass diese Range 3 bis 4% die nächsten Monate so ein Korridor ist, in dem man sich bewegen wird mit einer leichten Aufwärtsbewegung. Also keiner, oder ich habe von wenigen gehört oder von gar keinem persönlich gehört, dass er gesagt hat, der Zins wird wieder auf ein Niveau auf 2 oder 1% fallen, sondern immer in so einer Range 2,8, 3,8, 4% sich bewegen.
aber eher mit einer steigenden, positiv steigenden Tendenz, aber wie gesagt, nicht mehr so stark, wie wir das im ersten Halbjahr diesen Jahres gesehen haben, sondern das sollte es jetzt erstmal gewesen sein und dann, wie gesagt, sollte der Zins sich in einer solchen Range bewegen. Was für alle, die eine Immobilie kaufen wollen, ja grundsätzlich eine gute Nachricht ist, denn es stellt sich ja immer die Frage, wann kaufe ich, zu welchem Zinssatz? Und ich glaube, hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben ja auch noch eine Inflation, die sehr hoch ist und die Inflation entwertet ja im Übrigen auch die Finanzierung, also den Zins. Also das bedeutet, man hat hier so ein Mittelmaß zwischen verhältnismäßig hohen Zinsen und der Inflation, die diese Zins auch wieder dämpft. Also es ist wichtig, dass man das wirklich aus jeglicher Perspektive sieht. Dieser Zinsschritt, den wir hier gesehen haben, den würden wir nicht als dramatisch bezeichnen, sondern aus einer, schon mal gesagt, 10-15 Jahresperspektive sind wir jetzt hier in einem guten Mittelmaß angekommen und vielleicht auch ein gesundes Mittelmaß, denn wer sagt, dass ein Zins unter 1% gesund ist? Denn das günstige Geld hat ja auch, wie wir vorhin gesehen haben, gewisse Effekte auf die Preise und den Markt gehabt und die müssen ja nicht immer gesund sein. Wie viele wissen, gibt es gewisse Zyklen und wenn so ein Zyklus übertrieben wird durch zum Beispiel zu günstiges Geld, dann kann es auch zu starken Korrekturen führen. Deshalb vielleicht der richtig gute oder ein guter Moment, dass wir uns jetzt hier wieder auf einem gesunden Niveau bewegen und Geld wieder etwas kostet und damit gewisse Übertreibungen auch herausgenommen werden. Hier nur mal so ein Beispiel, so aktuell, wenn man eine Finanzierung anfragen würde, Stichtag heute, dann liegen wir rund bei 3,39% auf 10 Jahre. Das ist das, wo man sich ungefähr bewegt. Aber wie gesagt, hier haben wir Inhouse-Experten, da möchte ich mich gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, die hier behilflich sein können bei der Finanzierung. So, wenn man sich jetzt mal die Überschriften der letzten Wochen angeschaut hat, dann findet man hier eine Menge zwischen die Immobranche steht vor großen Herausforderungen, Trendwende, Dämpfer nach starkem Preisanstieg, Ukraine-Krieg beeinflusst Immobilienmarkt in Wien, die Zinswende bremst die Immobilienpreise, jetzt kommt die Zeit der Ladenhüter. Das sind natürlich viele Überschriften, die alle irgendwo eine gewisse Wahrheit haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das hier richtig einordnet. Denn, und das ist, möchte ich gleich mal vorwegnehmen, es ist hier keine Immobilienblase, die in Wien geplatzt ist und die Preise werden jetzt hier dramatisch fallen, etc. Das sehen wir auch nicht, sondern wir haben hier eine Situation, die es gilt, genau sich anzuschauen. Und vielleicht hier nochmal so ein bisschen mit meinem internationalen Background eine Info. Wenn man sich zum Beispiel mal den Markt des großen Nachbarn in Deutschland anschaut, dann haben wir dort eine doch andere Entwicklung. Wir haben die gleiche Zinswende in Deutschland erlebt. Also die Deutschen zahlen dieselben Hypothekenzinsen wie die Österreicher. Diese Zinswende hat sich aber auf den deutschen Markt doch noch, vor allem in den Metropolen, etwas stärker ausgewirkt. Wir sehen in Deutschland stärker fallende Preise. Vor allem in den Lagen, in denen es gewisse Übertreibungen gegeben hat. Und dazu haben viele von Ihnen mit Sicherheit auch die deutsche Presse gelesen. Also man rechnet momentan im Schnitt damit dieses Jahr, dass die Preise sich so zwischen 5% und 10% nach unten verändern. Und man glaubt, dass diese Veränderung auch noch im ersten Halbjahr weitergeht. Wir beobachten das, wir sehen das auch, dass die Preise in Deutschland eher sich nach Tendenz nach unten bewegen. Aber das ist keine dramatische Tendenz. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, sondern es ist auf einem gesunden Niveau und es werden in Anführungszeichen nur gewisse Übertreibungen herausgenommen, die in den Jahren 2021 und 2022 stattgefunden haben. Also schaut man sich, wenn man sich die Gesamtsituation anschaut und die Auswirkungen auf die Nachfrage, dann ist es mit Sicherheit so, dass die Zinsen, das hohe Zinsniveau natürlich dafür sorgt, dass viele sich eine Finanzierung einer Immobilie, einer Wunschimmobilie nicht mehr leisten können, denn wir haben heute ein hohes Preisniveau von Immobilien. Das habe ich vorhin gezeigt, das ist höher als vor 10 Jahren und die Zinsen nun aber auf demselben Niveau wie vor 10 Jahren. Und ja, es stimmt, wir haben auch höhere Lohnniveaus, aber dennoch ist es so, dass viele jetzt rausfallen, die sich den Kauf einer Immobilie nicht mehr leisten können. Das heißt, wir haben hier einen negativen Effekt auf die Nachfrage. Die Immobilienbewertung der Banken ist nicht schlechter geworden, sondern konservativer. Das weiß auch jeder. Seit August gibt es gewisse Regularien, die die Banken zu beachten haben, was die Eigenkapitalquote angeht, was die Tilgungsquote zum Nettoeinkommen angeht von 40%, was aber auch zum Beispiel die Bewertung der Immobilie selber angeht. Die Banken sind hier natürlich vorsichtiger und wollen sich schützen
vor möglichen Darlehen, die dann verlustig werden, weil der Darlehensnehmer nicht mehr zahlen kann. Die Inflation wirkt sich ja positiv aus. Hier muss man aber eines ganz klar sagen, die Inflation wirkt sich natürlich auf diejenigen oder die Nachfrage positiv aus, die Cashbestände haben, also Geldbestände auf dem Konto. Die Inflation frisst diese Geldbestände und die Investition in eine Immobilie ist natürlich hier eine gute Grundlage, um diese Cashbestände zu sichern. Das ist natürlich bei einer Finanzierung nicht so. Wenn man also eine Immobilie hochfinanziert kauft, ist das kein Inflationsschutz, sondern es ist ein Inflationsschutz für Bargeldbestände, die man hat. Deshalb steigert das hier die Nachfrage, gerade im Investmentsektor, also Eigentumswohnungen, Anlageprodukte, die hier stärker nachgefragt werden. Und wir haben natürlich die Baukosten, die zwar sinken, leicht sinken aufgrund der nachlassenden Bautätigkeit, die aber immer noch auf einem recht hohen Niveau sind, die auch einen dämpfenden Effekt auf die Nachfrage haben, weil wir ja doch im Markt viele Immobilien haben, die einen gewissen Sanierungsbedarf haben. Und diese Immobilien mit Sanierungsbedarf sind natürlich ein Risiko für den Käufer. Und je höher die Baukosten sind, je geringer die Verfügbarkeit überhaupt von Fachkräften ist, desto höher das Risiko und grundsätzlich nimmt oder hat die Risikoaversität der Käufer und der Verkäufer in den letzten Monaten doch dramatisch zugenommen. Also man kann das lapidar sagen, dass jeder heute eher zweimal hinschaut, bevor er eine Verkaufs- oder Kaufentscheidung fällt. Und deshalb wirken sich hier auch die Baukosten eher negativ auf die Nachfrage aus. Was heißt das im Endeffekt? Wir haben auf der linken Seite die negativen Einflussfaktoren auf die Nachfrage, die ich gerade erwähnt habe, also Zinsen, die Bewertung, Sanierungskosten. Wir haben aber auch positive Effekte auf die Nachfrage, die hohe Inflation. Wir haben immer noch hohe Barvermögen aus den letzten Jahren. Und wir haben auch einen Krieg, der bei gewissen Menschen ein gewisses Sicherheitsbedürfnis erzeugt. Und so sprechen wir hier in Österreich seit Monaten von einer gewissen Pattsituation. Und diese Pattsituation hat einen Einfluss auf den Preis, den wir jetzt gerade erleben. Wir haben im ersten Halbjahr 2022 noch steigende Preise gesehen, auch teilweise stark steigende Preise, vergleichbar mit den Preissteigerungen in 2021. Q4 flachte schon so ein wenig, Q3, also das dritte Quartal, flachte schon ein wenig ab, auch immer bedingt durch die Sommerferien, wo viele sich eher der Sonne zuneigen als einem Immobilienkauf oder Verkauf. Das Quartal 4 kann man ganz klar sagen, flacht nun deutlich die Nachfrage ab. Also wir merken das bei uns selber, aber auch im Wettbewerb, dass die Nachfrage nach Immobilien nachlässt. Es gibt mehr Immobilien auf dem Markt, die angeboten werden. Das wird vielleicht der ein oder andere von Ihnen gemerkt haben auf den Immobilienportalen. Und das ist eigentlich schon mal so ein erstes Anzeichen, wenn man das mal mit unserem Nachbarland Deutschland vergleicht. Je größer jetzt das Angebot wird, je geringer die Nachfrage wird, dann kann man sich automatisch herleiten, dass am Ende der Preis oder der Druck auf den Preis wächst. Und das ist etwas, was wir auch gerade feststellen. Die Sensibilität der Käufer ist größer. Ja, sie sind nicht mehr bereit, jeden Preis zu zahlen, weil sie es allein auch schon durch die Finanzierungskonditionen nicht mehr können, ja, und auch nicht mehr wollen. Und daher sehen wir gerade eher, oder wir beschreiben die Lage, die Situation im Moment eher als eine zurückhaltende. Es gibt viele Menschen, die Interesse haben zu kaufen, die auch kaufen können. Wir haben viele, die verkaufen wollen und auch verkaufen müssen. Aber dazwischen ist momentan so ein wenig, ich würde das als Nebel beschreiben, der dafür sorgt, dass die Anzahl der Transaktionen momentan eher nach unten geht, weil jeder eher vorsichtig ist, etwas zurückhaltend und nicht spontan oder schnell eine Kaufs- oder Verkaufsentscheidung fallen möchte. Interessanterweise haben wir dieses Phänomen in Deutschland beobachtet, relativ schnell nach dem Krieg, so im Mai, Juni, Juli, im Frühsommer oder im Sommer dann. Da war es genau so, dass die Deutschen sich relativ stark zurückgehalten haben mit dem Kauf einer Immobilie, weil jeder abwarten wollte, was passiert. Und wir haben jetzt nach den Sommerferien seit August, September sehen wir in Deutschland, dass der Knoten so ein wenig platzt, weil viele feststellen, okay, da auf der Käuferseite, das Zinsniveau pendelt sich ein, das wird jetzt nicht besser, aber es wird jetzt gerade auch nicht schlechter. Auf der Verkäuferseite ist es so, dass viele realisieren, dass die Preissteigerung von 10-15%, wie das vielleicht die Jahre davor war, jetzt nicht mehr kommen. Und viele realisieren auch, dass der Krieg in der Ukraine nicht schnell vorbei sein wird und dass also der Markt, so wie er heute sich darstellt, auch mindestens im Jahr 2023 so dastehen wird, weil die Zinsen sich vermutlich auch nicht nach unten bewegen werden.
Und somit entsteht dann eine Situation, in der die Käufer sagen, gut, dann kaufen wir jetzt, weil die Situation wird nicht besser, eher schlechter. Und auch auf der Verkäuferseite ist es so, dass viele sich nun entscheiden, im deutschen Markt sagen, okay, dann machen wir es jetzt, weil, wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, besser wird es nicht. Das heißt, in Deutschland sehen wir jetzt zum Jahresende eine positive Bewegung, die wir auch im ersten Quartal erwarten. In Österreich, wie gesagt, ist das ein wenig anders, auch hier in Wien. Wir sind hier eher in der Sommersituation, das heißt eine gewisse Zurückhaltung. Und deshalb ist unsere Erwartung auch für das erste Quartal, dass es dort eine gewisse Zurückhaltung gibt, bis jeder Marktteilnehmer wirklich verstanden hat, was passiert dort und realisiert hat, dass für die Verkäufer die hohen Preissteigerungen jetzt nicht mehr durchzusetzen sind und für den Käufer, dass es quasi auf der Finanzierungsseite auch nicht besser wird und die Preise jetzt auch nicht ins Bodenlose fallen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nochmal hier festzuhalten. Wir haben in Österreich und in Wien keine Immobilienblase, das sagte ich anfangs schon. Das heißt, wir sind uns relativ sicher, dass es hier nicht zu dramatischen Preisverfallen kommen wird in den nächsten Wochen oder Monaten. Es wird mit Sicherheit in der einen oder anderen Lage, in der es die letzten Monate gewisse oder auch die letzten 2 Jahre Übertreibung gegeben hat, Korrekturen nach unten geben. Das heißt aber nicht, dass wir hier einen Schnäppchenmarkt haben werden, wo wir vielleicht im halben Jahr 20, 30, 40% unter den Niveaus kaufen können. Das glauben wir nicht. Dafür ist die Nachfrage auch zu stark. Dafür sind die Finanzierungssituationen zu stabil, sondern man wird mit Sicherheit in der einen oder anderen Lage leicht fallende Preise sehen. Aber wir glauben in Summe, dass die nächsten Wochen, Monate die Preise eher auf einem stabilen Niveau bleiben werden. Das heißt aber auch keine Preissteigerung im Schnitt. Vielleicht nochmal in der Teillage, aber nicht durchschnittlich. So, wenn man sich das dann nämlich anschaut, weil das ist immer dann immer die Frage, die mir wahrscheinlich auch hier gleich im Chat gestellt wird, was erwarten Sie in der Zukunft? Ich möchte mich hier zugegebenermaßen nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil das geht gar nicht in den heutigen Zeiten. Vor 10 Jahren konnte man eine gewisse wirtschaftliche und damit auch hier Entwicklung des Marktes zumindest für gewisse Monate oder Jahre vorhersagen. In unseren heutigen Zeiten, wo sich Dinge sehr schnell verändern, ist das nicht möglich, sondern ich kann ja einfach nur einen Blick in die nächsten Wochen, vielleicht in das erste Quartal geben. Also wir glauben, dass die Hypothekenzinsen, wie gerade erwähnt, sich eher stabilisieren werden mit einer leicht, ganz leicht steigenden Tendenz in der Nachkommastelle. Die Immobilienbewertung der Banken wird gleich bleiben, da wird sich nichts verändern. Die Inflation wird stabil bleiben bis eher sinken. Das ist das, was viele vorhersagen. Die Baukosten, wie gesagt, auch eher stabil bis sinken, da die Nachfrage dort nachlässt im Bausektor. Das heißt, da löst sich so ein ganz klein wenig ein Knoten. Das heißt, wir werden die nächsten Wochen und Monate mit Sicherheit noch eine gewisse Zurückhaltung im Markt sehen, auf beiden Seiten. Wir werden mehr Objekte auf dem Markt sehen, da auf der Nachfrageseite oder die Nachfrageseite schwächer geworden ist. Das heißt, die Objektportfolios, die Anzahl der Objekte, die Sie auf den Immobilienportalen sehen, werden steigen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Nachfrage eher etwas schwächer und wie gesagt, das Nachfragenniveau eher so wie vor vielen Jahren, als wir schon mal bei 4% Zinsen waren, wenn nicht sogar ein bisschen höher, da einfach auch mehr Einkommen oder mehr Vermögen im Umlauf ist. Bei leicht korrigierenden Preisen, wie hier erwähnt. Das dazu. Ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, den man hier beachten muss, wir reden jetzt mal ganz viel über das Thema Finanzierung und Immobilienpreise. Realwirtschaftlich muss man sich erstmal anschauen, was die Inflation und alles, was dazu gehört, was das für Auswirkungen haben wird. Also was bedeuten die jetzigen Zinsentwicklungen, was bedeutet die hohe Inflation für die Nachfrage, nicht am Immobilienmarkt, sondern generell am Markt, was bedeutet das für die Unternehmen? Wir sehen zumindest die großen Tech-Konzerne, jeder hat mitbekommen, was bei Twitter, Facebook oder bei anderen los war, wo es zu größeren Entlassungswellen kommt. Wenn das realwirtschaftlich ankommt, die Presse hat ja spekuliert, dass es im europäischen Raum zu einer Rezession kommen wird. Jetzt spricht man eher von einer Null, also von einem Nullwachstum, was ja positiv wäre in diesem ja doch schon ungewohnten Umfeld. Aber wenn hier diese realwirtschaftlichen Einflussfaktoren noch auf den Markt treffen, was bedeutet stabile, wenn nicht sogar sinkende Reallöhne, steigende Arbeitslosenzahlen, dann würde das natürlich auch einen Einfluss hier auf den Markt haben. Das passiert aber momentan noch nicht. Und das sehen wir auch nicht in unserem Umfeld, das sehen wir nicht in den Nachbarländern. Also daher glauben wir hier auch bei den jetzigen Prognosen,
dass die realwirtschaftliche Auswirkung nicht ganz so groß sein wird. Aber es ist, glaube ich, wichtig für jeden, der sich hierfür interessiert, da einen Blick drauf zu werfen, weil das mit Sicherheit am Ende auch immer einen Einfluss auf die Nachfrage und das Angebot hat. Zu guter Letzt habe ich noch ein Thema mitgebracht, das gerade viel durch die Presse geht. Die Koalition hat sich nun endlich darauf geeinigt, dass ab Juli der Auftraggeber zumindest im Mietgeschäft den Makler bezahlt. Ich möchte hier ganz klar sagen, dass wir das begrüßen, da wir ein großer Freund von Transparenz sind und einem klaren Auftragsstatus. Wir haben schon vor über einem Jahr unser gesamtes Vermietungsteam hier neu aufgestellt. Wir liefern hier eine wirkliche Dienstleistung, die auch so bezahlt wird. Das heißt, wir wollen hier dem Eigentümer einen wirklichen Mehrwert bringen. Das Schöne ist, dass wir auch hier mit diesem Prinzip, dem Auftraggeberprinzip, schon erste Erfahrungen in Deutschland gesammelt haben und gesehen haben, dass natürlich am Anfang viele Eigentümer sagen, okay, wenn das jetzt wirklich hier für mich viel Geld kostet, dann mache ich das erstmal selber. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass nach einiger Zeit doch viele zurückkommen, weil die Vermietung einer Immobilie ja doch mit einigen Themen zusammenhängt, die einen Komplexitätsgrad haben, den der ein oder andere unterschätzt. Nicht nur die vielen Anfragen, die man dann im Postfach hat, die man bearbeiten muss, die vielen Besichtigungen, die dazugehören, sondern wir haben natürlich auch hier in Österreich ein Mietrechtsgesetz und ganz besonders in Wien mit gewissen Mietrechtswerten, an denen man sich orientieren muss, was gerade für den investitionsgetriebenen Anleger auch wichtig ist. Und hier haben wir sehr viel Know-how aufgebaut. Wir können also da wirklich eine sehr dezidierte Beratung liefern. Und wir sind dann immer der Meinung, wenn wir diese Beratung dem Eigentümer dann auch bringen, dann darf diese Beratung auch ein Preisschild haben. Also das nochmal hier so für mich als letztes Thema, das ganze Thema Auftraggeber-Bestellerprinzip, das wir zugegebenermaßen willkommen heißen. Wir haben damit bereits jahrelang unsere Erfahrung gemacht, zumindest im Nachbarland, sind da gut gewappnet und wollen und tun das auch schon seit Jahren, unseren Eigentümern wirklich einen Mehrwert liefern in der Vermittlung und sind uns deshalb sicher, dass das hier eine gute Entwicklung ist und uns nicht schaden soll. Damit wäre ich für diesen kurzen Marktüberblick nach knapp einer halben Stunde fertig und bereit für Ihre Fragen. Also wenn Sie mögen, fragen Sie gerne los. Ich werde versuchen, Ihnen hier bestmöglich die Fragen zu beantworten. Die einzige Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, ist, was Ihre Immobilie in 3, 5 oder 10 Jahren wert sein wird. Vielleicht dazu noch ein ganz kurzes Statement, weil mir das gerade in den Kopf kommt. Man muss sich anschauen, und das können Sie auch mal googeln, die Immobilienwertentwicklung der letzten 100 Jahre. Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Das ist so ein bisschen wie die Entwicklung der gewissen Indizes. Die war immer positiv. Es gibt immer Phasen, in denen auch mal die Preise kurz fallen oder es sich Plateaus bilden. Aber wenn man das auf lange Sicht sieht, haben sich die Immobilienpreise in Europa und auch in Österreich gerade und vor allem in Wien immer positiv nach oben entwickelt. Und auch wenn wir jetzt vielleicht auf kurze Sicht für 1, 2, 3 Jahre mal eine Plateaubildung sehen, heißt das noch lange nicht, dass hier Märkte zusammenbrechen, es einen Preisverfall gibt und Immobilien nicht mehr das wert sind, was sie vielleicht mal wert waren, sondern das heißt einfach nur eine kurze Ruhepause, die es immer gegeben hat in der Historie. Also daher kann ich jedem Käufer, der sich hier für den Kauf einer Immobilie interessiert, nur Mut machen. Es gibt nicht den richtigen oder falschen Zeitpunkt, denn Sie müssen den Kauf Ihrer Immobilie immer langfristig sehen, auf 10 oder 15 Jahre. Und Sie werden dort mit Sicherheit Preissteigerungen in den nächsten 10, 15 Jahren erleben. Denn der Zuzug nach Wien ist stetig und stoppt nicht. Es kommen mehr Menschen in die Stadt, die hier leben wollen. Die Baubranche erlebt gerade ein Desaster durch die hohen Zinsen, durch die geringere Nachfrage und fahren ihre Tätigkeiten zurück. Das bedeutet, dass wir langfristig oder mittelfristig in den nächsten 5 bis 6 Jahren wieder in die Misere laufen, zu wenig Wohnraum in Wien zu haben. Und dann wissen Sie alle, was wieder anfängt, nämlich genau der Strudel, den wir schon vor einigen Jahren hatten, auch die politische und gesellschaftliche Diskussion, zu wenig Wohnraum heißt zu hohe Nachfrage, heißt zu hoch steigende Mieten und zu hoch steigende Kaufpreise. Also man muss, glaube ich, dieses Thema Immobilie immer auf lange Sicht sehen und keine Angst haben vor so kurzen Entwicklungen, wie wir die jetzt gerade haben. Deshalb aus meiner Sicht hier, ich kann jeden Käufer nur ermuntern, zu kaufen, weil es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und im Verkauf gilt das im Übrigen genauso. Klar kann man das machen wie an der Börse, aber zugegebenermaßen möchte ich den Menschen sehen, der wirklich das vorhersehen kann, was beispielsweise in diesem Jahr passiert ist. Herr Niemann? Gerne.
Wenn ich darf, würde ich meine Frage schon mal eben, ob ich das Video starten kann. Ja, genau. Ich kann Sie sehen. Hallo, Herr Müller. Klaus Müller, mein Name, grüße Sie. Vielen Dank erstmal für die Informationen, Herr Niemann. Frage zu dem Thema Mietdeckel. Das ist ja doch für eine Investition wesentlich, wie viel nachher an Miete zu erzielen ist. Wenn ich mir die Regelungen zu diesem Mietrechtsgesetz ansehe, da stehen ja nun sehr, sehr niedrige Werte drin. Und wenn ich mir den Mietspiegel aber ansehe, der wertvollen Bezirke in Wien, da stehen viel, viel, viel höhere Werte drin. Gibt es denn da überhaupt irgendeine Rechtssicherheit? Ja, also die Rechtssicherheit gibt es ja grundsätzlich und die bezieht sich dann ja auch immer auf die Vergleichswerte. Und das meinte ich gerade damit. Das ist eben so schwierig für die Privatpersonen. Ja, wenn man zum Beispiel eine Eigentumswohnung besitzt, hier genau das richtige Maß zu finden. Und da braucht man so ein bisschen, ich sag mal, diesen breiten Blick, den wir haben, dadurch, dass wir tagtäglich Vermietungen vornehmen in den verschiedensten Bezirken. Da hat man ein ganz gutes Gefühl dafür und kann das auch wirklich auf den Punkt quasi festlegen, berechnen, was ist die richtige Miete, die man hier durchsetzen kann. Aber es Und gibt dann eine hat man auch die enorm, Rechtssicherheit. genau, aber es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen diesen 7 Euro irgendwas, die dann noch auf 8 oder 9 Euro mit wertiger Wohnung zu bekommen sind, und den in den Mietspiegeln vorhandenen 14, 16, 18, 19 Euro. Das ist ja Faktor 2, 2,5. Ja, Also ja. man ist da immer im Nachhinein mit einer Vorkriegswohnung beklagbar, oder? Da das, lieber Müller, gebe ich gerne mal an meinen Vertriebsleiter weiter, der sich tagtäglich um das Vermietungsgeschäft kümmert, denn der hat mit Sicherheit da schon mal Erfahrungen mitgemacht, lieber Roland. Wie siehst du diese Diskrepanz und die Rechtssicherheit Also bei der grundsätzlich auch Durchsetzung danke für solcher die Mieten? Grüße, Herr Müller, danke für die Frage zum Thema Miete. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll momentan, weil das ein ganz schwieriges Thema ist, nicht nur für also wir reden ja alle davon, dass der Mieter jetzt der Zuckerl bekommen hat, weil er keine Provision mehr zahlen muss. Es gibt aber auch Menschen, die diese Wohnungen vorher kaufen müssen, damit sie jemand mieten kann. Und das ist das Thema, auf das Sie jetzt ansprechen oder abstellen. Weil in Wirklichkeit geht es ja dann darum zu planen, was ist die Rendite aus dieser ganzen Geschichte, weil ich muss ja überlegen, was mache ich mit meinem Geld. Also zwei Dinge, erstens, die man nicht verwechseln darf. Das eine, was Sie ansprechen mit den 7 Euro, das sind die Wohnungen, die Sie meinen im Richtwertmietzins, die gedeckelt sind, wo die Regierung alle 2 Jahre vorgibt, wie die Miete sein darf. Und das andere ist der freie Mietzins. Das ist diese Diskrepanz, wo Sie sagen, einmal ist es für Sie jetzt gewesen, in dem Beispiel 7 Euro, einmal 14 Euro. Also das sind zwei komplett verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, weil der freie Mietzins, da entscheidet der Markt, was es kosten darf. Und da gibt es einfach ein Regularium dafür, was fällt in den freien Mietzins und was nicht. Und beim anderen entscheidet der Gesetzgeber. Und die Problematik in den Wohnungen, in Wien sind viele, sehr viele, viele Wohnungen, mehr als am freien Markt, sind im Mietrechtsgesetz, in der Vollanwendung des MAG. Und dort ergibt sich folgende Thematik momentan, dass Sie, wenn Sie heute einen Makler dann beauftragen, nach dem 1. Juli 7 zum Bezahlen haben, Sie das aber in keinster Weise irgendwie in eine Miete hineinrechnen können, weil der Preis ja gedeckelt ist. Das heißt, die Menschen werden sich gut überlegen, wenn eine Altbauwohnung auf den Markt kommt, kaufe ich mir die oder kaufe ich mir die nicht? Weil dann, wenn Sie selber vermieten, ja, dann ist ja alles okay. Wenn Sie aber sagen, Sie hätten gern irgendwann einmal den Service eines Maklers, dann müssen Sie sich ja ausrechnen, was darf mir die Wohnung denn kosten über einen gewissen Zeitraum, damit ich dieses Geld wieder so veranlagen kann, wie ich es denn gerne hätte, weil die Miete erhöhen geht einfach nicht. Und das ist tatsächlich das Problem, was derzeit da ist. Das heißt, hier werden viele, viele Investoren, Anleger ausweichen auf freien Mietzins, Neubauwohnungen, und wir werden irgendwann relativ schnell bald wieder einen Leerstand haben oder einen Preisrückgang in den Altbauwohnungen. Ich Vielen Dank, hoffe, lieber Roland. das klärt ein bisschen die Frage, die Sie gestellt haben. Ja, zum Teil, wenn ich noch eine Frage nachschlagen darf, es ging mir nicht nur um die Maklerkosten, sondern selbst wenn ich die Miete, wenn ich mir jetzt eine Altbauwohnung kaufe, was ich tatsächlich vorhabe, und ich werde dazu auch auf Sie zukommen, aber wenn ich dann eine von der Regierung vorgegebenen Wert nur einhalten darf, dann kriege ich einfach die Rendite nicht. Ich kann natürlich einen freien Zins vereinbaren, aber dann zieht mir der Mieter nach 10 Jahren aus und hat die Möglichkeit, rückwirkend zu klagen. Das ist doch keine Rechtssicherheit.
Genau so ist es. Darum müssen Sie sich vorher, das ist ja die Leistung des Maklers, gemeinsam mit Ihnen einmal herauszufinden, was dürfen Sie überhaupt Miete verlangen. Also es gibt einmal einen Richtwert, ja, so rund um die 6 € in Wien. Und dann kommt das Thema befristet vermieten, ja, nein. Befristet vermieten heißt 25% abziehen. Höher sein als die Miete. Also in der Innenstadt haben sie einen Lagezuschlag von mir aus 12 € im Verhältnis zu 6 € Richtwertmiete. Also das ist eine riesen Diskrepanz. Und da hat es eine riesen Veränderung gegeben vor ein paar Jahren, wo darf ein Lagezuschlag verlangt werden und wo nicht. Das heißt, das Erste, was Sie unbedingt herausfinden müssen, bevor Sie ein Kaufangebot abgeben, was ist denn die Miete, die Sie dort vermutlich verlangen dürfen? Nicht erzielen können, sondern überhaupt verlangen dürfen. Ja, genau. Das ist die Geschichte. Und aus dem ergibt sich dann schlussendlich ein Kaufpreis. Ja, das ist nichts anderes wie ein Rechenbeispiel zu sagen, was darf die Kosten, damit sich das dann ergibt. Ja. Und da helfen wir gerne. Das ist unser Job. Sehr gut. Vielen Dank. Genau, Herr Müller, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Erfahrungswert, dass wir das sehr gut dann einpreisen können. Danke sehr. Sehr gerne. Gibt es weitere Fragen? Im Chat sind sonst keine Fragen. Es freut mich ja, dass wir dann scheinbar so viele Antworten schon gegeben haben. Ja, dann, liebe Gäste, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als Ihnen allen eine ganz erholsame und schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Frohe Weihnachten. Kommen Sie gut ins neue Jahr und für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute. Und dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben oder wenn Ihnen danach Fragen nochmal gekommen sind, Sie haben unsere Kontaktdaten, Sie finden uns online, einfach Engel und Völkers Wien googeln, dann landen Sie bei uns oder kommen Sie uns hier gerne im Opernring 5 oder in Gersthof besuchen. Sie können jederzeit einfach in die Tür kommen und bekommen hier eine gute Beratung. Also, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Vielen, vielen Dank Ihnen und schönen Abend. Alles Gute, danke. Tschüss.